Ja, wir sprechen heute mit dem Schwerathleten Dominik Pahl. Hallo Dominik. Hi Patrick, grüß dich. Ja, der Sport hat sich im vergangenen Jahr stark verändert. Auch bei dir gab es sicherlich deutliche Einschränkungen im sportlichen Bereich. Ja, erzähl uns doch kurz, wie die bisherige Zeit in der Corona-Pandemie für dich so war. Ja, der größte Unterschied ist natürlich, dass man jetzt nicht mehr in dem Verein trainieren kann, im gewohnten Umfeld mit den Trainingskameraden, sondern wir konnten unser Equipment vom TV Papenburg ins heimische Wohnzimmer holen. Ich habe extra einen Raum freigeräumt bei mir zu Hause und muss dort entsprechend trainieren. Da ist die Motivation nicht mehr ganz so hoch, weit oben, aber man hat dann doch ein langfristiges Ziel. Und als Mitglied in der deutschen Nationalmannschaft ist es uns weiterhin gestattet, auch gemeinsam noch mit anderen Kaderathleten zu trainieren. So war ich jetzt beispielsweise letzte Woche noch in Würzburg und habe dort mit anderen Athleten aus dem Nationalteam zusammen trainieren können. Also es geht dann doch noch ein bisschen weiter. Ja, durch die Sporthilfe Emsland ist es natürlich auch möglich, dass sich Sportlerinnen und Sportler auch anderweitig vernetzen. Du hattest jetzt in letzter Zeit einen besonderen Trainingsgast aus dem Bereich Schwimmen. Ja, erzähl uns doch da was kurz zu der Geschichte. Ja, genau. Ostern war Jan Fehrmann zu Gast bei mir zu Hause. Ist selber ja auch ein sehr erfolgreicher Schwimmer hier aus dem Emsland. Wir hatten uns auf der Sport- und Wirtschaftsgala kennengelernt und hatten dann Kontakt gehalten über die sozialen Medien und hatten dann öfter mal schon zusammengefasst, dass wir mal zusammen eine Einheit machen wollen. Ostern war es dann soweit, war super gut. Jan hat eine Topform, auch als Schwimmer, konnten direkt in die Vollen gehen, ein paar Stellschrauben noch verstellen und da haben wir ein richtig gutes Training. Und jetzt freue ich mich darauf, Jan gab mir dann noch eine Einladung, dass ich dann mal ins Becken komme zu ihm. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, die Hoffnung ist da, dass der Sportbetrieb auch in den kommenden Wochen und Monaten wieder etwas mehr an Fahrt aufnimmt. Gibt es bei dir persönlich schon Perspektiven, wieder voll angreifen zu können? Ja, genau, wie ich gerade schon sagte, also ich trainiere ja gerade voll, also ich bin von der Einschränkung bisher zum Glück nicht ganz so betroffen gewesen. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, wenn der normale Betrieb im Verein wieder losgeht und man zusammen mit seinen gewohnten Vereinskameraden trainieren kann. Ja, super, vielen Dank. Sehr gerne.